Now that you learned the basic of driving the ECE3, it's time to complete your first journey. You will be completed the fast service to the Düsseldorf today. It's time to pick up the passenger in Köln. Hier in Köln. So, wir kommen hier. Wir sollen die Leute in Köln aufnehmen. Ja, man muss mal schnell schön mit dem ICE heute wieder. Wir haben ein paar Waggons, glaube ich, mehr als gestern. Oder erst gestern oder das letzte Mal. Eine längere Wartezeit. Wir sollen nur heute von Köln nach Düsseldorf fahren. Wir sehen eine relativ gerade Strecke. Alles in Ordnung, alles schick. Und dann, hier die ganzen Portale, wenn Güterverkehr ist. Das sind Sachen, die mich ein bisschen ankotzen. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir die Anweisung direkt. Ah, okay. Ja, hier mal das Telefonat drin. Okay, und hier mal die Kupplung. Hier kann man sämtliche Dings anlegen. Bremsen, so, Feststellbremsen, so, anlegen, richtig. Was ist das hier? So, gut. Also haben wir gesehen, wir haben zwei Waggons, zwei Züge. Dann geht es gleich los. Oh, aufgerüstet ist er eigentlich schon. So. Bremsen können wir schon mal lösen. The Passenger, ja, wir sind bereit zum Losfahren. So, haben wir uns gleich... AFB. AFB. Warum darf ich noch nicht losfahren? Wer ist der Fehler und einer, die... Das zeigt mir, wann ich darf drüber fahren. Das heißt bloß Achtung, hier kommt irgendein Signal als nächstes. So. Scheinbar so steht eigentlich komplett hier in der Mitte. Oh. Abfahrt 47 sind wir, also wir sind sogar ein kleines Stück zu spät eben losgefahren. Schön über die Brücke drüber. Ich habe, das habe ich ja hier irgendwo mal gesehen. Das habe ich mal in echt gesehen. Ich muss sagen, geil sieht's aus. Oh, so nach Realität und sowas. Ich war hier hinten mal essen. Aber Kunstler und ich. Da müssen wir aufpassen, wir können jetzt gleich mehr fahren. Plus 40? Es hat mir vorhin 60 angezeigt. Dann fahren wir es mal unter 40. Machen wir es mal so. Bis zu, ich glaube, 160 muss man jedes Signal beachten. Danach ist es egal, danach muss man aber nachfragen, hier sagen, hallo, ich habe das Signal gesehen. Oh. Also knapp 20 Minuten. Geht uns jetzt die Fahrt ein bisschen. Die Fahrt haben wir schon mal gemacht. Aber damals mit Minuspunkten anscheinend. Ich habe die Fahrt habe ich scheiße beendet. Deswegen machen wir sie nochmal, muss ich sagen. Also klar, ich mache sie gerade schon. Mal schön Doppelstock hier. Gab ja ein paar Sachen, die ich runtergeladen hatte. Ich glaube, der gehörte dazu. So, hier sind wir Köln Messezentrum. Wo es ja für mich dieses Jahr wieder hingeht. Hey, Freude, Freude. Ultra groß. Ja, hier kommt ein kleiner Lex. Oh. Da
von der 90 fahren. Okay, kriegen wir irgendwie, kriegen wir schon hin. Aber bis dahin ist es relativ ruhig. So. Mein Leben auch. So. Ich wollte sowieso mal ein Video machen, warum lohnt es sich überhaupt, meinen Kanal anzugucken. Was ist an meinem Kanal so Besonderes? Und... Das ist eine gute Frage. Was ist an meinem Kanal so Besonderes? Ich rede ziemlich offen über alles. Ich bin ein lockerer Mensch über alles, so lockere Themen. Livestream und sowas rede ich über Liebe, Leben, Tod und sonst was. Ist mir relativ schmutzpiep egal. Was ich gerade vielleicht nebenbei mache, falls sich einer fragt, oh, hier ist eine brennende Lok. Bin ich da schon unterwegs? Ich bin nämlich gerade noch unterwegs auf dem... In dem Leitstellspiel, was ich vor kurzem nochmal rausgebracht habe. Und im Moment habe ich kein Fahrzeug, was irgendwo in einem... So, wir müssen beschleunigen auf 90. Ja, es war jetzt die falsche Tasse. Leck mich doch. So. Das ist natürlich die Frage, wo ich überall hinfahre, weil die, ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt hatte, ziemlich weit eigentlich alle weg sind. Und ich fast eine Stunde brauche, ehe ich dort angekommen bin. Großfeuer im Wald, das müsste ich, glaube ich, packen. Wie lange? 8 Minuten? Nee, das packe ich gar nicht. Aber hier, Bad Limwerda, da kriege ich doch meine Fahrzeuge hin. 111 Kilometer, 13 Minuten. Wir fahren mal hin. Im Moment ist alles angehalten, weil es zu wenig Leute haben dort. 80 Leute vorne, müssen wir gleich aufpassen, dass wir ja richtig fahren. Und hier ist auch nochmal ein Brand. Einen werde ich wohl nicht schaffen, deswegen fahre ich woanders hin. Ja, das sind so die Sachen, wo man mit mir locker redet und alles mögliche. Wir alarmieren einfach mal und gucken dann später nochmal rein. Also ich habe schon mal auf 80 runtergeschalten, weil hier kommt nämlich die 80 als nächstes Signal. Oh, habe ich gerade einen Herzinfarkt bekommen. Also Signal hat mir bloß angezeigt, hallo, hier dein nächstes Signal zeigt dir eine 80 an. Können wir mal gucken, was sehen. Warum schicken sie uns auf der Strecke mit dem ICE? Ja, ist die 80. 80 sind wir. Und in 4,2 Kilometer kommt eine 60? Habe ich das gerade richtig verstanden? Boah, das wäre ja richtig mies. Was ist denn das dann für eine... Och, nee. Schein hoch 4. Und 10 und 10 soll mal da sein. Ja gut, das sagt natürlich einiges. Oh gut, haben wir es geklärt. Sind wir natürlich wieder einmal ganz sicher behindert da als vorhin. Achso, naja gut, das war natürlich jetzt klar. Wäre aber früher da gewesen, das würde mal einiges erklären. Weil durch Bahnhöfe darf man sowieso nicht so schnell rasen. Ich glaube 80 ist auch fast 100, glaube ich, das Maximale. 120, ich glaube, das ist auch schon wieder zu viel. Gucken wir uns mal an, die Signale sagen mir nichts an. Und in 35 Minuten, Kilometer sind da halt. 130. Ja, da kommen wir langsam auf unsere ICE-Geschichten. Ich habe vor mir, habe ich eine NES stehen. Problem ist bloß, die funktioniert nicht. Ich habe es schön aufgeschraubt, habe nachgeguckt. Ich kapiere es aber nie, was mit ihr sein soll. Deswegen schicke ich sie erstmal nochmal weg. Die wird dieses Wochenende wieder abgeholt. Also wird am Freitag den Schlag mich tot abgeholt. Sollte mich natürlich nie jetzt wirklich schlagen. Gucken wir mal kurz. Und vielleicht kann da auch nochmal ein Video irgendwann mal drüber kommen. Genau, Freitag, der 3., 4., 5., irgendwann mal so.
Und wenn ich Richtung Köln fahre, werde ich mir wahrscheinlich die Konsole hier abholen. So. Ist wahrscheinlich der Plan. So, jetzt kommen wir langsam, wie gesagt, in die Gründe, warum man mit dem ICE zu fahren ist. So. Gut, das nervt jetzt ein bisschen. Eigentlich können wir schließen. Um ein Signal zu fahren, brauchen wir nicht. So. Ich muss sowieso gucken, wie ich das jetzt alles noch ein bisschen vorproduziere. Damit ich ja die Gamescom auskomme. Ich bin ja eine ganze Woche weg. Dann bin ich eine Woche wieder arbeiten. Bin dann wieder eine Woche weg. Und dann bin ich wohl die ganze Zeit zu Hause. Ich freue mich. Das Schlimmste ist der... Oh, Alter, was ist denn das hier für eine Strecke hier? Will ich noch nie mal mit als Arbeitsloser hinziehen. 130. Dürften wir theoretisch fahren. So. Aber... Das Spiel sagt hallo. Spinnst du? Weil ich noch nie mit einem ganzen Zug drüber bin. Ich kapiere auch nicht. Es gibt den... den Musikzug. Ach. Der Taurus. Der hat ein Programm vorne drinnen, mit dem kann man berechnen, wie viele Waggons man drauf hat und wie viele Waggons schon im Bahnhof sind. Also, dass man die meisten Waggons eben im Bahnhofsbereich drin hat, wenn zum Beispiel eine Kurve ist. Beziehungsweise der Taurus, der hat sogar noch... Beschleuniger. Der hat hier drüben sogar noch einen Spiegel dran. Und dazu wird aber hier drinnen noch eine Taste betätigt. Die wird aber bei 20 oder 30 km/h wieder eingeklappt. Das weiß ich auch noch. Ja, ein bisschen Zugwissen habe ich doch noch im Kopf. Auch nicht mehr ganz so viel. Ich weiß auch, beim Taurus ist hier hinten die Sicherung. Auch bei den Doppelstockzügen, also bei den Triebfahrzeugen vorne, die haben auch da ihre Sicherung drin. Aber der hier, der wird hier drüben irgendwie... Hier wird drinne sein. Und hier wird er irgendwie Fächer drin haben. Und hier drüben sind die drinne, die Sicherung. Ach, bloß Fenster auf hier. Okay, Leverkusen Mitte 5. Und da sollen wir jetzt mit wie viel 160 durchfahren können dürfen. Ui, jetzt leckt's. Gucken wir mal. Bisschen hupen, hoffentlich steht hier keiner. Das wäre auch ein Event, wenn auf immer hier... Ja, toll. Nirgendwo was angezeigt. Jetzt weiß ich, warum ich auch die nur okay habe. Was war das? Warum auf immer 100... Da war kein... War da. Ich glaube, die letzte Folge habe ich auch so genannt. Da war doch kein Schild. Das kotzt ihn richtig an. Da war doch auch kein Schild gewesen. Meine Anzeige zeigt mir auch keine Stunden an. Ich glaube, das stand da nie. Nee. Gibt andere Sachen, da sind ein paar Signalfehler zum Beispiel drin. Die würden mich auch interessieren, aber die werden mich bestimmt richtig hart ficken, die Strecken.
Allein hier habe ich ja schon 200 minus. Müsste man sich ausschreiben und nochmal die Strecke fahren. Aber jetzt nicht. Also jetzt sterbe ich nämlich gerade so fast. Wenn nochmal ein Bahnhof kommt, stehe ich gleich noch mit 120. Wenn noch 160 ist, dann raste ich aus. Gibt's da nie. Kein Schild, nichts. Nein. Hier drüben, Bahnhof. Okay. Können wir ja gucken. Hätte sein können, dass der Junge mir sagt, hallo, ja, hier Anruf annehmen oder Anruf, das Anruf abnehmen, wegschicken und annehmen. Sicherlich sein. Ja, kriegt ja auch manchmal Anrufe, dass irgendwas ist. Ich achte gerade so sehr auf diese Scheißsignale. Es hat mich gerade richtig hart gefickt, die Scheiße. Ja gut, dann ist es eben so, da haben wir eben die 200 Minuspunkte, die kann man nie wieder reinholen. Also dass man hier irgendwie plus rauskommt, bezweifle ich irgendwie. Kommt schon wieder ein Zug. Ziemlich viel unterwegs hier, aber Regionalverkehr. Und das ist ein Doppelstock gewesen. Oh, nächstes Signal zeigt mir irgendwas an. Nö, das zeigt mir heute gar nicht an hier. Also im echten Leben schaltet dann irgendwann mal der Zug, sage ich jetzt mal selber, und der macht glaube ich eine Notbremsung rein. Da war ich eben so ein bisschen mit dem Piepton, wenn man zu schnell ist. Und nach einer längeren Zeit, dann schaltet er sich ab, dann macht er eine Notbremsung in der Zug. Weil kann ja sein, dass es weggekippt ist, bis aber dafür gibt es ja eigentlich die Sieber. Ey, da kommt schon wieder ein E. Alter Schwede, ist hier viel Verkehr. Jetzt will ich mal kurz hier gucken. Spieler sind zentrieren. Wir haben hier den ICE. Und hier ist auch schon der Düsseldorfer. Ziemlich viel Verkehr. Also das heißt, dann muss er ja irgendwann mal rot bekommen, der Zug. Spiel zentrieren. Oh, hier ist der ICE. Glaube ich mal. Wo hier steht jetzt auch einer. Ach. Sowas von egal, das interessiert mich überhaupt nicht, wie mein. Ich interessiere mich für meinen Zug und wenn er mir irgendwas knallt, dann ist es so. So, hier darf ich auch so schnell fahren, weil der Bahnhof ist weit genug weg. Ist ja wirklich nur ein Bahnhofsbereich und da haben wir auch die Frage geklärt, 120 maximal. Gut. Hier wird auch wieder ein Zug entgegenkommen. Glaube ich. Ein rotes Signal. Aber auch die Amperezahl, die durch unseren Zug gerade fließt, sehe ich gerade. An der Grün kommt ein Zug, okay. Wir sind, ja, in guter Zeit. Wie man das raus, also, das geht doch nicht. Muss man die ganze Zeit, muss man die SIFA raus, die SIFA, die PSB. PSB. Persönliche, ach keine Ahnung wie die jetzt heißt, ausgesprochen, rausnehmen und die ganze Zeit
eintakten, genau null, genau Punkt fahren. Das schafft man aber nicht, dann kriegt man nämlich die ganze Zeit Minuspunkte, wenn man kmh zu schnell fährt. Wenn langsamen Geschwindigkeiten geht's vielleicht, weil dann hat man sein Komma irgendwas noch dastehen. Aber hier, ach. Hier auch Bahnhofsbereich. Mir nicht angezeigt. Keine Dings. Ich weiß gar nicht, was das für ein Unterschied macht. Aber wir benutzen eigentlich fast diesen die Dings hier, um eigentlich nur Zugwissen zu machen. Und ob das gut ankommt, denke ich ja fast nicht. Aber irgendwann mal fängt das auch, hört das auch auf beim Zugwissen. Ich hatte ja damals, wie gesagt, nur Praktikum gehabt und ein bisschen belesen hatte ich mich auch und das war's. Ich weiß, dass es verschiedene Kupplungen gibt und sonst was. Ein paar Züge kenne ich auch. 44.2 ist, glaube ich, der Talent 2 gewesen. Wo ist er? Können wir mal kurz gucken. Was sind solche Sachen, die mich gerade noch interessieren? BR442. Ich glaube, dann BR45, ja. 442. Nein, 442. Och, leck mich doch. Genau, Talent 2. Och, Mensch, bin ich gut. 2008, und da hatte ich mein Praktikum gehabt, da war der Zug nämlich frisch raus. Der Talent 1. Talent 1 Zug. Wer ist denn der? Das ist ja die, die jeder kennt, 96er Baujahr. Zwei Teiler, drei Leiter, vier Teiler, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich will wissen, welche Baureihe es ist. 780, März 09 gab es die. 780 Stück. 57 Tonnen. Die ÖBB sind sehr toll, schwerer. Mhm. Da sind sie 156. Ach, zur Dienstmasse. Jetzt müssen wir, jetzt. Scheiße. Oh, knallen wir hier komplett rein jetzt. Ja, so viel zu. Wir sind auf Beinbremsen, sind wir voll drauf. Ja, ich bremse immer noch. Und hier war keine Geschwindigkeitsangabe wieder mal. Oder? Nö. Ich sehe keine Geschwindigkeitsangabe.
Nö. Das ist ja scheiße. Und ich habe immer noch die 80 hier drin. Also ich trinke aber mir überhaupt kein Freund für mich. Gut, okay, das kann man langsam in die Bremse wieder reinkloppen. Zwei Motoren oder vier Motoren haben sie? Also die. Ach, scheiße, jetzt. 6644, so, jetzt 644, so. Ach scheiße, hoffe ich halt jetzt hier an. Warum hat man, ach so, hä? Warum haben wir jetzt auf immer hier Kraft drauf? So, wir rüsten ihn ab. Wissen die, wo der Motor hier angeht. Ist das Oberweiten jetzt gewesen? Ich fahr drüber. Ja, schlimmste Strecke, die es gibt. 500 Punkte. Auch der hätte ja noch ein paar Punktchen holen können für uns. Ja, hier. Ach du Scheiße. 36 Punkte. Na gut, dann würde ich sagen, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn ich einen Daumen nach unten schreibt, einen Kommentar, ob mehr davon sehen wird oder nicht, dann bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.